Ich darf Sie begrüßen zu unserer Abschlussdiskussion. Jetzt muss ich wieder sagen, ich bin nicht Martin Huber. Auch Martin Huber müssen wir entschuldigen. Er ist ein weiteres Opfer der Grippewelle. Und ich werde versuchen, ihn ansatzweise hier zu vertreten. Natürlich hat er das Ganze mit den Kolleginnen und Kollegen hier auch vorbereitet und gestaltet. Ich werde mich daher ganz zurücknehmen und nur versuchen, die Redebeiträge zu moderieren, keine eigene Position einzubringen, weil das, glaube ich, nicht angemessen ist, weil das unter den anderen Kollegen vorbereitet worden ist, also meine Rolle da ganz beschränken. Es ist angekündigt unter diesem Titel Kontroversdiskussion. Das knüpft ja wunderbar an das, was wir gerade gesagt haben. Ich würde es aber auch vielleicht versuchen, noch etwas positiver zu wenden. Diskussion, Diskurs ist die vornehmste Pflicht der Wissenschaften, der Geisteswissenschaften ganz besonders. Insofern würde ich das sehr positiv sehen, dass wir hier sitzen und uns genau über diese Themen austauschen und die Diskussion vorantreiben. Wir haben das so geplant, dass zunächst jeder der Teilnehmer ein kurzes Statement sagt, dass wir eine kurze Runde machen, dass, wenn es direkte Antworten innerhalb der Gruppe gibt, dass wir dann aber die Diskussion auch sehr rasch öffnen für das Plenum. Unser Zeitrahmen ist ungefähr eine Stunde. Wir haben noch ein bisschen mehr Zeit, wenn die Diskussion sehr lebendig wird, aber spätestens gegen Viertel vor wollten wir die Session beenden. Das ist also ungefähr unser Zeitrahmen. Tradition mit Zukunft oder der Anfang vom Ende, also ein bisschen dramatisiert das Thema, ist der Titel dieser Session. Wir sind sehr gespannt, was die Diskutanten dazu zu sagen haben. Ich darf die Ihnen zunächst ganz kurz vorstellen, damit auch wirklich Zeit genug bleibt für die inhaltlichen Positionen. Tobias Hodel von der Universität Zürich hat Geschichte und deutsche Literatur studiert, ist an der Universität Zürich beschäftigt, wie ich gesagt habe, ist sicherlich den meisten von Ihnen bekannt durch das ganz erfolgreiche E-Learning-Projekt Adfontes. Carina van Dalen-Oskam kommt aus den Niederlanden zu uns. Deswegen wird das auch eine multilinguale Session, wie sich das auch gut für die Digital Humanities gehört. Wir werden also Sprachen mixen und matchen und auch die Diskussion kann natürlich dann gleich mehrsprachig sein. Carina van Dalen-Oskam hat Niederlandistik studiert und arbeitet an dem auch allen bestens bekannten Hörens-Institut in den Niederlanden, was ja vor allen Dingen oder auch unter vielen anderen Dingen in der Editionsphilologie weltweit einen herausragenden Namen hat. Sie ist unter anderem auch Präsidentin der European Association for Digital Humanities. Vielleicht erinnern Sie sich vage an diese komplizierte Folie der Verbände. Sie ist eine der Präsidentinnen des Europäischen Verbands dann. Claudia Oehlschläger aus Paderborn hat Germanistik, Geschichte, Italienistik und Kunstgeschichte studiert, deckt also ein breites Feld in den Geisteswissenschaften bereits ab und sie ist Professorin für vergleichende Literaturwissenschaft und Intermedialität an der Universität Paderborn. Neben vielen anderen Funktionen ist vielleicht auch besonders interessant, dass sie Mitglied des Fachkollegiums Literaturwissenschaft bei der DFG ist. Und schließlich Carlos Sporhase hier aus Berlin. Er ist am Institut für Deutsche Literatur hier an der HU in Berlin. Er hat Literatur, Philosophie und politische Theorie studiert, hat auch schon am King's College gelehrt. Da gibt es auch wieder eine Verbindung, eine internationale Verbindung.
und ist eben, wie gesagt, hier an der HU in der deutschen Literaturwissenschaft. Ja, und in dieser Reihe der Vorstellung gerade wollen wir jetzt auch gleich mit den Statements beginnen. Und ich würde sagen, wir machen die einfach der Reihe nach und versuchen dann in die Diskussion und in das Gespräch einzutreten. Dann darf ich gleich das Wort übergeben an Herrn Hodel. Ja, vielen Dank. Wenn man aus dem Digital Humanities Entwicklungsgebiet Zürich kommt, ist man natürlich zuerst mal geschockt hier. Aber umso mehr freue ich mich, ein paar Worte zu sagen. Ich glaube, dank der weltweiten Vernetzung sind uns unsere Quellen und unsere Texte näher gekommen. Wir finden sie direkt auf den Bildschirmen. Diese Nähe ist irgendwo verführerisch und täuscht und verschleiert, wie notwendig eine Quellenkritik der digitalen und digitalisierten Materialien geblieben ist. Erst mit und nach Aufbereitung, der Auswahl und der Auseinandersetzung werden unsere Daten, in Anführungszeichen, produktiv und interpretierbar. Dennoch bin ich der Meinung, dass die Methodenvielfalt, das Streben nach Plausibilität im Vergleich zu statistischer Validierung eine Stärke der Geisteswissenschaften ist. Und Auswertungen gewonnen aus quantifizierenden und visualisierenden Methoden, also Materialien als Daten, bereichern unseren Methodenapparat und erlauben neue, anders gelagerte Einsichten zu Regelmäßigkeiten und Brüche. Und ganz nebenbei gesagt, werden sie hermeneutisch gewonnene Resultate verifizieren. Mein dritter Punkt ist, dass in den Digital Humanities Dinge geschaffen werden. Entsprechend müssen digitale Aufbereitung und Auswertung mittels rechnergestützten Methoden neben den klassischen Fertigkeiten in den Curricula der Geisteswissenschaften vermittelt werden. Der Fokus muss dabei jedoch immer auf den geisteswissenschaftlichen Erkenntniszielen und Fragestellungen bleiben. In dem Sinne sehe ich die Digital Humanities eher in einem hilfswissenschaftlichen Feld. Vielen Dank, Anna. Carina, it's your turn. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich Englisch reden werde. Mein Deutsch reicht nicht für eine scharfe Diskussion. Also, I have a background in medieval studies, lexicography and literary studies. And my research focuses on style in literary texts. And my methodological approach is a combination of close reading and quantitative analysis, often with the help of software. And I call this combination computational literary studies. So from this, my position in this debate will be clear. I'm convinced that my own approach is Zukunft mit Tradition. And with ever more literary or other texts available in digital form, the methods of using text in research will change. The larger the corpus, the larger the amount of hits and misses. And this will automatically lead to new ways of dealing with large amounts of data. And I think this is impossible without quantification in some form, be it general or more detailed. However, quantification is only useful when it is combined with a clear description of what is counted and under which criteria. And if this is the case, a quantitative approach leads to a transparency of methodology. So that would be my first thesis. If a quantitative method is transparent and is clearly described, repeating the research with the same variables and the same settings of the software will lead to more or less the same outcome, we hope, of course. So this approach, I think, implies repeatability and verifiability of outcomes. When different scholars agree on the outcomes of a quantitative analysis, this, I think, is a firm basis for interpretation of the results. And we can differ in our interpretation, but when we agree on the outcomes of measurements or quantification, we can in fact build on this knowledge instead of having to start all over again. When we disagree in our interpretation, this leads us to create yet other new approaches. And I'm convinced this will ultimately lead to a visible increase in shared knowledge in the humanities. Thank you very much, Carina. Dann darf ich an Sie das Wort weiterreichen. Ich spreche also aus der Position einer Literaturwissenschaftlerin, die sich bisher mit quantitativen Verfahren
der Interpretation noch nicht so sehr befasst hat. Und deshalb möchte ich Sie bitten, meine Statements aufzufassen als der Versuch, konstruktiv zu provozieren. Also ich möchte hier jetzt nicht sozusagen eine leere Kritik. Entschuldigung, ich wiederhole nochmal. Ich spreche hier aus der Position einer Literaturwissenschaftlerin, die sich bisher mit quantitativen Verfahren noch nicht intensiv befasst hat in der Praxis, in der interpretatorischen Praxis. Aber ich bitte Sie, meine Statements zu verstehen als konstruktiven Vorschlag, auch auf Grenzen solcher, mögliche Grenzen solcher quantitativen Verfahren hinzuweisen. Zunächst möchte ich ansetzen an dem, was ich Textbegriff nennen möchte. Meines Erachtens wird durch quantitative Verfahren ein Verständnis von Text als Ergebnis eines Schreibprozesses verstellt, als Ergebnis eines Schreibprozesses, an dem selbst noch der Rezipient, der Leser, beteiligt sein kann. Ich würde den literarischen Text immer als ein Gewebe aus Zeichen verstehen, durchaus in Anknüpfung an den Strukturalismus, an die strukturalistische Theoriebildung und als ein Gewebe aus Zeichen, was dynamisch bleibt. Und ich frage mich, und darüber würde ich gerne mit Ihnen diskutieren, ob computergestützte Verfahren eventuell zu kurz greifen, um ein interpretatorisches Instrumentarium zu entwickeln, was es erlaubt, die Textdynamik, die also entsteht in metaphorischer, in metonymischer, in rhetorischer Hinsicht, in den Griff zu bekommen. Das wäre meine erste Überlegung, also den Begriff der Textualität oder des Textes betreffend. In einer grundsätzlichen Perspektive frage ich mich, wann computergestützte Verfahren in den Literaturwissenschaften sinnvoll sind. Die Frage nach dem Sinn würde ich immer knüpfen an die Frage nach dem Erkenntnisinteresse und an dem Erkenntnisgewinn. Und ich bin auch der Meinung, dass es ganz falsch wäre, eine Konkurrenz aufzubauen zwischen traditionellen literaturwissenschaftlichen Verfahren und computergestützten Verfahren. Aber ich denke, wenn die Zusammenarbeit zwischen beiden Feldern intensiviert und konstruktiv noch verbessert werden soll, dann muss man tatsächlich die Frage nach dem Erkenntnisinteresse und dem Erkenntniswert stellen. Mir scheint auf den ersten Blick, mir scheinen computergestützte Verfahren auf den ersten Blick dann sinnvoll, wenn es um die Bestimmung historischer, epochaler Trends und Veränderungen geht, soweit diese überhaupt bestimmbar sind. Darüber müsste man, denke ich, auch noch mal nachdenken. Sie scheinen mir auch dann sinnvoll, wenn es um die Abbildung, Visualisierung, meinetwegen editionsphilologischer Probleme und ihrer kreativen Lösung geht. Sie scheinen mir vielleicht weniger sinnvoll, aber darüber möchte ich mit Ihnen sprechen, wenn es um den Versuch einer Bestimmung von Stilrichtungen, von Semantiken, von Gattungsspezifika oder Ähnlichem geht, denn Texte sind, wie ich meine, multidimensionale Gebilde, das knüpft wieder ein bisschen an den Textbegriff an, an den dynamischen, die mehreren Gattungen, Stilrichtungen, epochalen Strömungen angehören können und einer Vielfalt von institutionellen Zugriffen und Zuschreibungen ausgesetzt sind. Mein drittes Statement: Wenn wir, wie es in einem einschlägigen Artikel zum Thema heißt, literaturwissenschaftliche Fragen so formulieren müssen, dass sie mit den Mitteln der computergestützten Textanalyse beantwortet werden können, so gewinne ich den Eindruck, dass Fragen gefunden werden sollen oder erfunden werden sollen, die die computergestützte Textanalyse vielleicht allererst legitimieren. Müsste man nicht umgekehrt fragen, inwiefern eröffnen gerade computergestützte Analyseverfahren neue methodische Zugangsweisen und Fragestellungen für die Literaturwissenschaften? Also konstruktiv gewendet könnte man fragen, inwiefern verändert sich und in welche Richtung verändert sich der Begriff von Text, der Begriff von Autorschaft, der Begriff von Stil, der Begriff von Gattung, wenn man computergestützte Analyseverfahren in den Blick nimmt. Und ein letztes Statement, was ich mir anhand eines Fallbeispiels zur Vermessung der Farben in der Sprache
von Toni Bernhardt aufgedrängt hat. Das Fallbeispiel möchte ich jetzt nicht genauer ausführen, das kann man vielleicht in der Diskussion dann noch machen. Aber ein letzter Eindruck, der sich mir aufgedrängt hat, betrifft den Anspruch auf Objektivierbarkeit. Ich habe mich also gefragt, inwiefern mathematische oder die exakte Erfassung sprachlicher, syntaktischer, semantischer Strukturen für sich den Anspruch auf Objektivierbarkeit erheben kann. Also woher sich dieser Anspruch herleitet, wenn man bedenkt, dass auch empirisch ermittelte Daten Selektions- und Konstruktionsprinzipien und Mechanismen unterliegen. Also wie kommt man dann dazu, Vergleiche anzustellen zwischen vermeintlich objektivierbaren Daten und literarischen Befunden. Also da, glaube ich, gibt es doch ein gewisses Spannungsfeld, was auch nochmal neu verhandelt werden müsste. Ja, bis dahin. Mhm. Vielen herzlichen Dank. Herr Spörhase, ich darf das Wort weiterreichen. Ja, vielen Dank. Ja, der FAZ-Herausgeber Jürgen Kaube konfrontiert Franco Moretti 2008 mit einer Vermutung. Er sagt, ich bin nicht sicher, ob Sie in München oder Bonn jemand für Ihre Bücher in Literaturwissenschaft habilitieren würde. Also das heißt, wenn Digital Humanities diskutiert werden, gibt es natürlich immer diese institutionellen Fragestellungen, die aber, würde ich sagen, auch geknüpft sind an wissenschaftstheoretische Fragestellungen und an methodologische Fragestellungen. Und die möchte ich jetzt kurz entwickeln, weil ich glaube, dass die Fragen gerade auch einer quantifizierenden Literaturwissenschaft sehr interessante Probleme aufwerfen in der Perspektive der Methodologie und der Praxeologie. Ich möchte einfach nur 3-4 Punkte kurz nennen und führe das dann bei Bedarf etwas aus. Also ich denke, die Frage des Lesens ist wirklich eine sehr interessante Frage, die sich auch im Rahmen jetzt von quantifizierenden Verfahren stellt. Und ich glaube, dass es da eine sehr sinnvolle, produktive Unsicherheit gibt im Hinblick auf die Frage, was eigentlich Lesen ist. Und ich glaube, was wir jetzt erkennen, ist, dass wir jenseits dieser Dichotomie von Close Reading und Distant Reading, die sicherlich nicht funktioniert, sehen, dass es ganz unterschiedliche Formen des narrativen Lesens, meditativen, argumentativen, scannenden Lesens und so weiter gibt, also eine Vielfalt von Lektüreformen. Und ich glaube, jetzt ganz unabhängig davon, ob man quantifizierende Literaturwissenschaft betreiben möchte oder nicht, sich neu die Frage stellen muss, wie man sich eigentlich zu dieser Vielfalt an Lektüreverfahren stellt. Wo genau quantifizierende Verfahren dann zu situieren sind, ist glaube ich, eine wichtige Frage. Und da würde ich eher dafür tendieren zu sagen, dass man das auf einer textbeschreibenden Ebene situiert und nicht auf einer textinterpretierenden Ebene. Das könnte ich dann später auch ausführen. Also dass bestimmte Formen von quantitativer Erfassung von Textualität auf der Ebene einer Textdeskription zu situieren sind, die als Heuristik einer Hermeneutik, glaube ich, sehr, sehr tauglich ist. Zu den Grundproblemen, glaube ich, die sich jetzt in diesem Kontext in der Literaturwissenschaft stellen und den Vorwürfen, die häufig daran geknüpft sind, gehören drei Vorwürfe. Der erste ist eigentlich dieser Formvorwurf. Also das, sagen wir mal, spezifische ästhetische Formeigenschaften literarischer Texte übergangen würden durch quantifizierende Verfahren, und das kann ich nicht so richtig sehen. Also ich würde eher sagen, dass durch bestimmte Formen von quantifizierender Beobachtung von Literatur gerade so eine Art Renaissance eigentlich des literarischen Formalismus oder Strukturalismus zu beobachten ist. Ob man das jetzt begrüßt oder nicht, ist eine andere Frage, aber man kann also, glaube ich, sehen, dass dieser Einwand nicht trifft. Der zweite ist das Kontextproblem. Also dass, wenn man natürlich größere Korpora analysiert, dass so etwas wie eine Dekontextualisierung des einzelnen Werkes stattfindet. Und das einzelne Werk ist ja häufig einfach noch die Beobachtungsgröße der Literaturwissenschaft. Ich weiß nicht, ob man das nicht entproblematisieren könnte, indem man sagen würde, es gibt natürlich Dekontextualisierungsverfahren, die vielleicht auch sinnvoll sind. Und da müssen sich dann irgendwelche Formen von Kontextualisierungsverfahren anschließen. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Als drittes, auch im Anschluss an Frau Oehlschläger, das Singularisierungsproblem. Also ich glaube, das ist ein großes Problem, weil ich glaube, unsere fundamentale Vorstellung von Ästhetik, wie sie auch in den literaturwissenschaftlichen Fächern, sagen wir mal, institutionalisiert ist, sehr stark von der Singularität des Werkes ausgeht.
Und ich glaube, da sind Beobachtungsformen, die sehr, sehr stark auf Corpora setzen, eine Herausforderung und insofern dann auch eine Herausforderung, würde ich sagen, für eine philosophische Theorie der Kunst, für eine philosophische Ästhetik, wie man sich zu diesem Sachverhalt eigentlich stellt. Also wenn nicht mehr das Einzelwerk im Vordergrund steht, sondern, sagen wir, große Zahlen große Anzahlen von Werken. Das könnte man auch noch beziehen auf bestimmte Fragen der quantifizierenden Literaturwissenschaft und dem Messen von Häufigkeiten, also vielleicht eine gewisse Aversion bestimmter Literaturwissenschaftler, das, was häufig ist, in den Vordergrund zu stellen, weil wir eigentlich, ich pauschalisiere jetzt sehr stark, ja, aber eigentlich das Singuläre dann auch wieder bei Texten mögen, ne? Also eine einzelne Sache, die vielleicht ganz selten ist und dann so ein bisschen das Gefühl, dass bestimmte, sagen wir, quantifizierende Verfahren, dieses Singuläre, dieses Einzelne, nicht so gut wahrzunehmen vermögen, wie eben bestimmte Dinge, die häufig vorkommen, die wiederkehren, die bestimmte Rekurrenzen und so weiter. Okay, ein letzter Punkt. Quantifizierende Literaturwissenschaft und Digital Humanities. Also Toni Bernhard, der sich ja auch intensiv mit der Geschichte der quantifizierenden Literaturwissenschaften beschäftigt, glaube ich, sehr schön herausgearbeitet, also dass die quantifizierenden Literaturwissenschaften natürlich viel älter sind als rechnende und messende Verfahren. Also es wird schon seit dem 19. Jahrhundert intensiv im Umgang mit Literatur gemessen, gerechnet, nur eben ohne Rechner. Also einerseits ist das älter und andererseits, und das ist, glaube ich, ein Punkt, der mir relativ wichtig ist, den ich auch sehr gerne diskutieren würde, stelle ich mir die Frage, gibt es nicht so etwas wie ein intuitives Messen, was Literaturwissenschaftler eigentlich die ganze Zeit tun? Ja? Also irgendwie, wenn man sehr, sehr viele Texte Tag ein, Tag aus liest, dann hat man doch irgendwie so das Gefühl, ja, stimmt, also diese Wendung kommt bei Klopstock irgendwie häufiger vor, ja, irgendwie gibt es hier eine grammatikalische Struktur, die möglicherweise in der Rezeption von Klopstock sehr häufig wieder aufgegriffen wird und so weiter. Also das heißt, irgendwie misst man ja in einem sehr, sehr intuitiven, unspezifischen Sinne auch. Und gerade da stellt sich meines Erachtens die Frage, ob es dann eben nicht einer Objektivierung sehr zuträglich ist, zu sagen, also dass man, sagen wir mal, diese Gefühle, diese Einschätzungen dann tatsächlich durch empirische Studien in irgendeiner Form dann substanziiert. Und genau, ich denke, so eine Studie, also die genau sowas machen würde, könnte einfach eine, also um auf Kaube und diese Moretti-Frage zu antworten, könnte sicherlich eine sehr gute Habilitation in der Literaturwissenschaft sein. Ja. Ja, vielen Dank an alle für diese Impulsstatements, die uns, glaube ich, jetzt schon sehr viele Anregungen gegeben haben. So ein paar Dinge sind ja bei allen angeklungen, so etwas wie Methode, Methodik, Methodologie ist immer wieder angesprochen worden. Transparenz, Objektivierbarkeit, Validierung, Empirie, das ist so ein Feld, was bei einigen angesprochen worden ist. Gibt es jetzt auf dem Podium direkte Reaktionen auf die einzelnen Statements, würde ich gerne nachfragen. Carina, yes? Yeah. Please. Two things. When you speak of etwas häufiger, yeah, in einer Text, then you are already quantifying, yeah. Yeah. But implicitly. Yeah. So yeah. I would say you need to verify that by a quantitative approach. And Frau Oeschläger, finding questions, my experience is that when you use software as exploratory tools, that you see things that you didn't expect, but those are the most interesting ones. So they're not only useful to check intuitions, but also to be surprised that your intuitions were wrong. And then have to think about what's happening here. How can I find out what's happening? So in that way, I think this approach can help to develop totally new questions. So maybe that. Ja, also ich würde zustimmen. Also es gibt, glaube ich, einfach so etwas wie eine intuitive Quantifizierung, die eigentlich sehr häufig so nebenbei irgendwie läuft. Und möglicherweise auch eben die eingefleischtesten Gegner irgendwie von quantitativen Methoden bilden im Laufe ihrer Lektüre-Geschichte so etwas wie ein Gefühl für Häufigkeiten irgendwie heraus. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den man auch unterstreichen sollte. Also dass möglicherweise dieses Quantifizierende eben nicht jetzt aus dem Nichts irgendwie kommt, sondern dass es vorher auch dann in, also schon immer eigentlich erfolgt.
Eine andere Frage ist dann, wie stark man das jetzt, sagen wir, mit so einer Art von Verwissenschaftlichungsrhetorik dann verknüpfen möchte, ja, und sagen möchte, also das intuitive Quantifizieren, was so eine Art von ja auch Erfahrung ist, so eine Art von implizites Wissen einer Person, die sehr viel liest, dass das sozusagen das schlechthin Nicht-Wissenschaftliche ist. Und dann kommt im Grunde genommen die sagen wir, explizite Quantifizierung als das eigentlich Wissenschaftliche. Also ich glaube, diesen Kontrast würde ich gar nicht herstellen wollen. Ja. I agree with that. Ja. I think it's mutually influencing each other. You start with an intuition, you want to check that, you get new ideas, you go back to close reading, and it goes on and on. Ja, also für mich stellt sich die Frage, inwiefern sich das Verständnis von Hermeneutik, von hermeneutischem Vorgehen unterscheidet, wenn man mit quantitativen Methoden arbeitet oder wenn man mit sogenannten traditionellen literaturwissenschaftlichen Methoden arbeitet. Also der klassischen Hermeneutik zufolge würde ja der Verstehensvorgang ein Prozess darstellen, in dem immer wieder sozusagen ausgehandelt wird, das Verhältnis von Singulärem und Allgemeinem. Und wenn man sich das als Spirale vorstellt, dann würde sozusagen aus diesem Wechselspiel oder dieser Inbezugsetzung von Allgemeinem und Besonderem am Ende dann sozusagen die Überraschung oder das Erkenntnisinteresse sich modellieren. Und ich frage mich so ganz offen in Anknüpfung an das, was Sie gerade gesagt haben, also wo die Überraschung sitzt sozusagen, also und zwar hier wie dort. Also ich frage mich, ob mit quantitativen Methoden sozusagen auch immer von bestimmten Vorannahmen ausgegangen wird, die dann bestätigt werden sollen oder sich nicht bestätigt finden. Und das wäre mir persönlich jetzt noch nicht ausreichend als Erkenntnishorizont oder als Erkenntnisinteresse. Und zwar deshalb nicht, weil ich dann ja sozusagen so eine Art Validierung der Vorannahme hätte. Und nach dem klassischen Muster des Interpretierens würde ich eher von einem offenen Interpretationsprozess ausgehen wollen, sowie von einem offenen Textbegriff, der eher sozusagen den Prozess des Suchens in den Vordergrund stellt und nicht sozusagen so stark die Vorannahme, die dann bestätigt werden kann oder eben nicht bestätigt werden kann. So dass ich jetzt mal ganz provokativ behaupten würde, die Überraschung stellt sich hat vielleicht eine andere Qualität, also stellt sich in beiden Bereichen her, ja, also natürlich kann man auch überrascht werden, wenn Vorannahmen sich nicht bestätigt finden oder umgekehrt, aber sozusagen die Intensität der Überraschung oder die Qualität der Überraschung könnte vielleicht nochmal eine andere sein, wenn man sozusagen ohne Vorannahmen operiert, ja. Direkt dazu noch? Ja, ja, ich möchte sagen, the uniqueness of literary study, isn't that also a Vorannahme? I'm really mixing everything, every language. I think there are some questions in literary studies that still have not been proved or have not been made convincing. And one of the things is the idea that certain literary texts are somehow unique. I think if you look at a whole bunch of literary texts, you'll see many, many things coinciding in those texts. And you said about the bigger patterns, that it's useful to use these kind of approaches to see bigger patterns in literary development, perhaps. But how does that relate to the uniqueness of each of the texts? I think we still don't know so much about this. Herr Hodel, ich bin nicht ganz sicher, wie wir das, also ich finde das Überraschungsmoment ist wirklich ganz wichtig, aber ich bin eben nicht ganz sicher, die stillen Vorannahmen, die impliziten Vorannahmen sind doch in der Hermeneutik immer irgendwo auch präsent. Die ganze Geschichte, die man selbst hat, über einen Text hingeht, vielleicht auch was man am Morgen zuvor gegessen hat, das verändert ja eigentlich schon die Interpretation des Textes. Und dieser Computer ist von daher, ist es schon so ergangen. Ja. Und der Computer hilft einem vielleicht auch mal wirklich auf ganz neue Ideen zu kommen, weil interessanterweise
schafft man es ganz selten, das bestätigt zu bekommen, was man eigentlich möchte mit dem Computer. Also es gibt dann selten statistisch valide Resultate, die, oder bei mir geht es jedenfalls so, vielleicht bin ich einfach zu schlecht bei meiner Corpora-Bildung, aber ganz häufig ist es dann so, dass man keine klaren Resultate bekommt und dann dadurch wieder neue Interpretationsansätze entwickeln muss. Und dass man eigentlich die ganze Zeit wieder gezwungen wird, hermeneutisch zu denken, nachdem man den Rechner genutzt hat. Und das ist irgendwo dieses Überraschungsmoment ist dann die ganze Zeit immer wieder gezwungenermaßen präsent. Und man muss immer genau die eigene Methode oder auch immer den ganzen methodologischen Überbau reflektieren. Was bei der Hermeneutik mir teilweise auch etwas fehlt. Weil es da wirklich häufig um schöne Argumentation geht. Das ist auch ein bisschen überspitzt formuliert vielleicht. Also die Hermeneutik sozusagen als eine Methode, die vom morgendlichen Butterbrot irgendwie sozusagen dann abhängt. Also das würde ich nicht sagen. Also ich würde zugeben, es gibt schlechte Interpretationen, ja, und das wird für qualitative Verfahren genauso wie für quantitative Verfahren irgendwie gelten. Ich glaube, man kommt nicht weiter, wenn man sagen wir mal, diese Verwissenschaftlichungsattitüde dann so hart formuliert, dass man auf der einen Seite so Hermeneutiker irgendwie hat, die so ein bisschen vage sozusagen und elegant formuliert möglicherweise dann über Literatur sprechen und dann andere Leute, die wirklich ernsthaft irgendwie dann Wissenschaften betreiben. Insofern würde ich sagen, ist eher die interessante Frage, also die Sie ja auch jetzt schon aufgeworfen haben, also wie man beides miteinander verknüpft und wie man möglicherweise dann eben bestimmte Verfahren, zum Beispiel der Textauszeichnung, dann von Textkorpora dann so fasst, dass es dann eben auch für hermeneutische Verfahren dann irgendwie interessant ist. Und da sehe ich eigentlich auch viele Möglichkeiten. Also ich wollte auch nochmal darauf hinweisen, dass es ja durchaus Grenzen der Hermeneutik gibt, wie wir alle wissen, und dass wir ja literaturtheoretisch gesehen nicht bei der Hermeneutik, klassischen Hermeneutik stehen geblieben sind, sondern dass dazwischen Strukturalismus, Poststrukturalismus und so weiter, Postmoderne liegen, die natürlich die Hermeneutik nicht verabschiedet haben, aber die sie verändert haben, die klassische Hermeneutik verändert haben. Und ich finde schon, dass man sich auch die Frage stellen müsste, ob man mit messenden Verfahren sozusagen in den Grenzbereich des Verstehbaren vordringen kann, weil vielleicht die messenden Verfahren auf Verstehbarkeit sich ausrichten, sozusagen auf die Nachvollziehbarkeit oder auf gewisse Logiken hin ausgerichtet sind. Was tut man, wenn diese Logiken sich gar nicht herstellen lassen? Also ich meine, gerade in der zeitgenössischen Literatur zum Beispiel oder ja, in der sogenannten postmodernen Literatur oder gibt es ja genug oder vielleicht den Nouveau Roman betreffend und so weiter, könnte man sich viele Dinge vorstellen. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Und das andere, was ich ganz wichtig finde, das betrifft den Aspekt der Kontextualisierung. Also, wenn ich mich jetzt beispielsweise mit quantitativen Methoden auf die Suche mache nach dem Begriff Augenblick im Werk Goethes und dann also vielleicht die Vorannahme habe, dass dieser Begriff so und so viel Mal auftauchen könnte oder eher im Spätwerk oder im Frühwerk oder im mittleren Werk so, und dann werde ich vielleicht überrascht, weil es anders ist so. Jetzt würde ich jetzt fragen, so, wie geht es jetzt weiter? Was mache ich mit diesem Befund? Was fange ich mit diesem Befund an? Und dann die nächste Frage, die Kontextualisierung betreffend. Ich kann doch, wenn ich die Positionen sozusagen des Begriffsaugenblick bestimmt habe, komme ich doch gar nicht umhin, den jeweiligen Kontext, in dem der Begriff zu stehen kommt, ob in den Wahlverwandtschaften oder im Wilhelm Meister oder in der Farbenlehre und so weiter, komme ich doch gar nicht umhin, sozusagen mir den Kontext anzuschauen, um sozusagen die semantische Vielfalt
die semantische Vielfalt, auch die vielleicht sogar diskursive Vielfalt, also im Hinblick auf wissenshistorische Implikationen oder wissenschaftshistorische Implikationen, um die in den Griff zu bekommen. Also da frage ich mich, inwieweit da vielleicht quantitative Verfahren sich nicht von selbst erledigen, aber angewiesen bleiben, sozusagen, auf traditionelle Zugangsweisen oder traditionellere Methoden oder nicht quantitative Methoden. Ich glaube, der Schritt zu diesem hermeneutischen, der kommt irgendwann, aber der muss nicht schon so früh kommen, wie Sie es jetzt beschrieben haben. Also man kann dann eigentlich eine Kontextbestimmung, vielleicht um es etwas präziser zu sagen, machen, also schauen, in welchem welche Wörter und Worte finden sich im Umfeld vom Augenblick und kommt dann so einen Schritt weiter. Also, und ich finde, das gibt dann so Cluster-Analysen, die sehr aussagekräftig sind und die dann vielleicht eben die Hermeneutik dann erst wieder bedingen und nicht schon nach relativ frühen Schritten. Also ich denke, man kommt doch schon interpretativ viel weiter, als man auf den ersten Schritt, auf den ersten Blick denkt, aber man braucht eben einen Schritt nach dem anderen. Ja. Wollen wir versuchen, das Plenum mit einzubeziehen? Also wir haben schon gemerkt, wie fruchtbar dieser Austausch ist und was für spannende Aspekte sich sofort ergeben. Und also ich bin jetzt schon sicher, dass wir es unbedingt fortsetzen müssen bei nächster Gelegenheit. Gibt es Anmerkungen aus dem Publikum? Ja. Konzipa, Akademie der Wissenschaften Göttingen. Ich fand Ihr Beispiel, Frau Oehlschläger, wunderbar, das zeigte, wie gut diese quantitativen Methoden sind und wichtig. Sie sagten, Sie haben vielleicht eine Idee, wo Augenblick bei Goethe vorkommt und machen jetzt eine quantitative Analyse und stellen fest, der kommt woanders vor. Dann haben Sie gefragt, ja, was machen wir jetzt damit? Also erstens wäre das, dass man sich verabschiedet von jeder These, die vorher auf Ihre Gefühlsannahme beruhte, das kommt da vor. Das heißt also, hier hätte so eine quantitative Analyse ja eine wunderbare wissenschaftliche, nämlich negierende Eigenschaft, dass sie sagt, also die Annahme war falsch, damit sind auch alle Schlussfolgerungen, die auf dieser Annahme lagen, auch falsch. Oder ich muss bessere Gründe finden. Die andere Sache wäre ja, natürlich müssen Sie dann die Kontexte lesen und das kontextualisieren, aber erst nur dadurch, dass Sie die Daten ja so bekommen haben, können Sie das ja erst. Das heißt, vorher hatten Sie die Annahme, ich sage mal, jetzt ist es nur Spätwerk, das kannten Sie, da haben Sie dann den Kontext quasi im Kopf gehabt, jetzt stellen Sie fest, nee, ist Frühwerk. Jetzt können Sie ja erst richtig kontextualisieren, weil Sie ja jetzt die Begriffe jetzt erst im richtigen Kontext gefunden haben und auch ihre Gewichtung haben. Von daher finde ich, also ich fand ja auch diese Aussage von Herrn Spurhase, naja, wir wollen das jetzt mal nicht gegeneinander ausspielen, Gefühls- oder so Erfahrungsquantifizierung und Zahlquantifizierung. Ich glaube schon, dass es da eine gewisse Hierarchie gibt. Also ich erinnere mich an einen Fall, wo es in meinem Fachgebiet also eine Phrase als typisch für einen gewissen Bereich da war. Ich habe dann mal irgendwann mal das über sämtliche Texte laufen lassen und habe festgestellt, sie ist völlig untypisch. Warum war sie immer typisch? Weil sie in den Texten auftauchten, die als erstes ediert worden sind und deswegen in jedem Lehrbuch standen. Und deswegen, jeder hatte die im Kopf. Aber wenn man das mal wirklich quantifizierte, stellte man, sie war untypisch. Da war ein schönes Beispiel, dass im Prinzip die mathematische Quantifizierung jetzt wirklich einen Erkenntnisgewinn brachte gegen alle Gefühle, die man traditionell hatte oder gegen alle Erfahrungen, die man hatte, weil die Erfahrung auf anderen Basis liegt. Also von daher würde ich sagen, es gibt schon eine Hierarchie, gerade bei solchen Sachen. Natürlich nimmt uns die Quantifizierung nicht das Selbstdenken ab. Also das wäre sicherlich falsch. Also wir können keine Interpretation über den Computer schreiben, aber sie gibt uns einen viel besseren Zugang zu den Daten, die wir haben. Das kann natürlich ärgerlich sein, weil dann viele interessante Thesen oder alte Thesen wegfallen, weil sie einfach auf den Daten nicht mehr passen. Aber sie geben meines Erachtens uns dann einen endlichen Zugang zu den Daten. Und solange eine Wissenschaft sein will, eine datengestützte Wissenschaft sein will, wäre es natürlich unmöglich zu sagen, jetzt haben wir eine Methode und ein Modell, mit den Daten wirklich viel besser umgehen zu können. Aber das ist nicht
Mehrwert. Also das würde ich nicht so machen. Das war jetzt etwas provokativ gemacht, aber es wurde immer Provokationen angekündigt und jetzt will ich mal wirklich eine machen. Ja, also ich würde Ihnen natürlich einerseits vollkommen zustimmen, dass jede Form, sagen wir, der Verobjektivierung wünschenswert ist, gerade wenn sie dann auch auf einem breiteren Datenset irgendwie dann basiert. Nur es ist eben auch nicht so, wie Sie das fast so haben ein bisschen anklingen lassen, dass jetzt alle Hypothesen, die Literaturwissenschaftler in den letzten 150 Jahren aufgestellt haben, plötzlich ad acta zu legen sind, weil sie jetzt auf einem breiteren Datenset irgendwie widerlegt oder in Frage gestellt sind oder so. Insofern würde ich sagen, verstehe ich dann eben geht mir das dann doch etwas irgendwie zu weit, weil natürlich Literaturwissenschaftler vorher schon sehr viel gelesen haben, also extrem große Datenmengen rezipiert haben, auch nicht alleine, sondern kollaborativ, teilweise schon in Großprojekten seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, in Akademien. Es wurden riesige, also auch sozusagen Großforschungsprojekte letztlich in den Philologien wie Register, Indizes und so weiter irgendwie erstellt. Das heißt, es gab schon große Datenmengen, es wurde auch schon gezählt. Das heißt also, aus meiner Perspektive würde ich bevorzugen, das in eine Kontinuität zu stellen, die sicherlich jetzt einfach dann auch mächtigere Instrumente zur Verfügung stellt und größere Datenmengen und so weiter. Aber ich glaube, diese Geste dann zu sagen, vorher ging es so nach Bauchgefühl, sondern also ich habe versucht es zu sagen, es ging nach Erfahrung irgendwie. Und es wurde auch gezählt, vielleicht nicht mit Rechnern. Also ich glaube, diese konfrontative Geste ist aus einer gewissen Hinsicht unnötig, weil die Literaturwissenschaften in vielen Bereichen sich schon, also würde ich sagen, relativ wissenschaftlich eigentlich auch situieren. Und möglicherweise ist es dann vielleicht auch institutionell kontraproduktiv, diese Haltung dann einzunehmen. Aber das wäre dann eine andere Frage. Ja. Sie haben da noch eine Ebene gemacht. Ich meine schon, dass es eine gewisse Hierarchie gibt. Und wenn Sie sagen, natürlich wurde schon früher quantifiziert, solche Ergebnisse sind ja auch dann durchaus vertretbar. Ich ging nur sehr stark auf die Sachen, wo Sie sagten, naja, das steht so quasi auf einer Ebene. Natürlich, wenn sich ein Erfahrungswert bestätigt durch die quantifizierte Analyse, ist das ja wunderbar. Wenn er sich nicht dadurch bestätigen lässt oder beziehungsweise die Quantifizierung dem entgegenspricht, dann kann man nicht sagen, naja, es ist trotzdem unser Erfahrungswert, sondern dann muss der Erfahrungswert... Natürlich, aber wer würde denn die Auffassung vertreten, dass man sagt A und dann sagt das Textkorpus Non-A und man bleibt trotzdem bei A irgendwie. Also insofern, also würde ich sagen, klar, also durch widersprechende Daten sollte man sich immer widerlegen lassen, wenn man ein Wissenschaftler sein möchte, ja, ja. Ja, Herr Kohle. Also ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen und finde, Frau Oelschläger, Sie haben allen Digital Humanists eine wunderbare Brücke gebaut. Also zumindest aus meiner Perspektive kann ich voll unterstützen. Natürlich bleiben die traditionellen Verfahren auch relevant, aber diese quantifizierenden Verfahren tragen dazu bei, sie sozusagen aufzuschließen. Also von meiner Warte aus. Ich wollte eine kleine Geschichte erzählen. Ich kann mich an einen Vortrag von Herrn Lauer erinnern. Wahrscheinlich kennen Sie nicht nur den Lauer hier im Kreis, sondern auch den Vortrag. Da ging es um Stilometrie für Literatur um 1800. Und er konnte da rauskriegen, das fand ich irgendwie beeindruckend, dass stilometrisch gesehen die Romantiker genau da landeten, wo wir immer gewusst haben, dass sie waren, und die Klassizisten landeten auf der anderen Seite. Einer fiel raus, und das war Kleist. Und das kam heraus und stellte sich heraus, naja, das wussten wir immer schon, wir wussten nie so genau, wo wir den Kleist hinpacken, zu den Klassizisten oder zu den Romantikern. Jetzt das übliche, die übliche Reaktion wäre, aha, Big Data, kommt das raus, was wir so immer schon gewusst haben, andersrum wird ein Schuh raus. Die Tatsache, dass man über quantifizierende Methoden auf sozusagen matchen kann, auf hermeneutische Verfahren, das ist das Interessante an der Geschichte. Deswegen scheint mir der Gegensatz von Quantifizierung und Qualität nicht so eindeutig zu sein, wie er immer gemacht wird, sondern das konvergiert ja vielleicht irgendwo auch. Ja, Sie hatten sich gemeldet, ja.
Ich bin relativ erstaunt beim Titel der Diskussion Zukunft mit Tradition in den Geisteswissenschaften, dass ich bisher das Gefühl hatte, dass es eigentlich eher um die traditionellen Techniken und Fragestellungen der einzelnen Disziplinen, in diesem Fall eben stark der Literaturwissenschaften, geht. Und habe deswegen eigentlich eine Frage ans Panel, ob man nicht im Grunde genommen auch eine Aufgabe in den zukünftigen Digital Humanities darin sehen könnte, eben auch spezifisch neue Erkenntnisinteressen zu entwickeln, die nicht nur die computerbasierten oder computergestützten Techniken dazu nutzen, bereits bewährte, zum Beispiel quantifizierbare Erkenntnisse aus Texten mit Worthäufigkeiten über zum Beispiel automatische Texterkennung zu generieren, sondern ob es nicht auch darum gehen könnte und sollte, das, was Sie als Interpretation und eben genuin menschliche Leistung in den Literaturwissenschaften verstehen, in ein Format zu übersetzen oder in Formate zu übersetzen, die es dann wiederum möglich machen, damit ganz neue Erkenntnisinteressen zu generieren, die man dann erst mit den computergestützten Verfahren weiter untersucht oder weiter verfeinert. Also ist es wirklich sinnvoll, sich an den althergebrachten Fragestellungen und Methoden und Begrifflichkeiten abzuarbeiten, oder ist für die Zukunft der digitalen Geisteswissenschaften nicht vielleicht auch da eine Weiterentwicklung möglich, nötig oder erwünscht? Ja. Ich glaube, das wirft diese alte Frage auf, was wollen die DH eigentlich wissen? Und ich habe bis jetzt noch keine Forschungsfrage gehört, die aus den Digital Humanities für die Digital Humanities gekommen ist. Ich verstehe deswegen die Digital Humanities tatsächlich als Hilfswissenschaft. Und zwar für Literatur, Geschichte, keine Ahnung, Archäologie etc. Und ja, vielleicht ist das ein bisschen ketzerisch, wenn man es in diesem Rahmen hier so aufwirft. Aber ich warte immer noch auf diese Frage, die genuine Digital Humanities Frage. Die Frage in den Raum werfen, warum eigentlich Zukunftsvisionen immer automatisch einhergehen müssen mit einem Fortschrittsoptimismus, oder so wie Horkheimer, Adorno das doch sehr schön in der Dialektik der Aufklärung gezeigt haben, dass sich dieser Gedanke doch eigentlich revidieren lässt. Also ich meine, Zukunft muss nicht immer gleich heißen neu, und neu muss immer nicht gleich heißen besser, sondern ich glaube, dass wir doch sehr genau beobachten können in der Wissenschaftslandschaft der letzten Jahrzehnte, dass es ständig neue Turns gibt. Ja, es gibt den Spatial Turn und den Emotional Turn, und dann gab es die Gender Studies und den Postcolonial Turn und was weiß ich. Und so geht es immer weiter. Und ich glaube, dass man auch sozusagen aus der Perspektive der Digital Humanities sehen muss, dass das ein Bereich ist, der jetzt sehr, sehr, sehr in Mode gekommen ist. Und dass es interessant wäre, vielleicht sich die wissenschaftstheoretische Frage auch mal zu stellen und wissenschaftshistorische Frage zu stellen, woran das eigentlich liegt. Das würde ich nämlich also mindestens genauso interessant finden wie die Frage, was die Digital Humanities nun eigentlich leisten oder was sie nicht leisten, wo ihre Grenzen sind. Also diese Fortschrittsgläubigkeit und diese Idealisierung eines neuen Feldes, in das wahnsinnig viel Geld ja auch hineingepumpt wird, so, also so legitim das auch sein mag, aber das muss man sich, glaube ich, schon einfach auch mal von einer Distanz aus, von einer distanzierten Warte aus fragen. Und ich finde, Herr Kohle, also ich bin mir nicht so sicher, ob es nicht doch immer wieder diesen Überraschungseffekt gibt, dass durch quantitative Verfahren etwas entdeckt wird, was wir eigentlich schon immer wussten, wenn wir denn gleichst gründlich gelesen haben. Und ich finde es auch sehr wichtig, darüber nachzudenken, inwiefern sich Lektüreverhalten verändert. Das, glaube ich, interessiert Sie auch sehr im Zeichen der Digital Humanities. Wenn ich mich nämlich auf die Suche mache nach dem Begriff Augenblick bei Goethe, dann hat sich natürlich, wie wir alle wissen, noch lange nicht erledigt die Lektüre des goethischen Werkes. Wem kann man die heute eigentlich noch zumuten? Also wenn man jetzt aus der Position der Lehrenden spricht und die Studierenden so imaginiert, die, mit denen wir es heute zu tun haben. Also das sind doch irgendwie ganz gewichtige Fragen, die von den Digital Humanities auch nicht aus der Welt geschafft werden. Im Gegenteil, da würde ich fragen, Tim, ja, also
Keine Ahnung, also dann wäre es, glaube ich, auch eine Aufgabe, den Studierenden mit auf den Weg zu geben, dass es sich nicht erschöpft haben kann, darin sozusagen jetzt so rein quantitativ nach dem Augenblick zu forschen, sondern dass man zum Beispiel dann auch wissen muss, was der fruchtbare Augenblick bei Lessing ist oder was der Augenblick als Zeitpunkt ist in der Klassik oder um 1800 oder was der Augenblick im buchstäblichen Sinne heißen kann bei Goethe, wenn Mann und Frau sich in die Augen blicken und dieser ganze Liebescode da aufgerufen wird. Also das meine ich eigentlich mit Kontextualisierung, mit Diskursivierung. Und natürlich helfen oder unterstützen quantitative Verfahren sicherlich solche Fragestellungen, sicherlich. Aber mein Plädoyer wäre eben, dass wir überhaupt nicht dahin kommen dürfen, zu sagen, ja, die Tradition hat sich sozusagen irgendwie erledigt oder wird überformt durch diese neuen Modelle, sondern dass es wirklich um einen Transformationsprozess geht. Das eine verändert das andere und das muss nicht immer zum Besseren führen. Also das zeigt uns ja auch die Wissenschaftsgeschichte, dass wir dann gerne auch wieder rekurrieren auf ältere historische Modelle, russischer Formalismus meinetwegen, der jetzt im Moment auch wieder so ein bisschen in Mode kommt, weil man über Form und Formate mehr nachdenkt. Also das sind auch Moden, denen wir unterworfen sind und das hat Gründe. Und ich möchte dafür plädieren, dass wir auch darüber nachdenken, woran das eigentlich liegt, dass wir jetzt so auf dieses Pferd setzen. Ich frage mich, ob wir jetzt die Diskutanten von gestern Abend wieder brauchen. Aber, ja, Herr Fendt. Ich bin ja selber Literaturwissenschaftler und habe auch über Goethe gearbeitet. Was ich sehr interessant finde, wir müssen ja auch eine andere Perspektive einnehmen, und zwar die Perspektive auch derjenigen, die wir ausbilden, die wir lehren. Wie können wir Interesse wecken, auch für Literatur, wenn wir immer nur sagen, okay, um Literatur adäquat lesen zu können, muss ich eigentlich erstmal das ganze Werk kennen, dann kann ich eigentlich einsteigen, dann kann ich die richtigen Fragen beantworten. Digital Humanities als Verfahren kann ja auch Interesse wecken und kann dadurch zum Beispiel über quantitative Methoden, aber auch über multimediale Methoden, kann Interesse wecken, die dann wiederum ein Lesen, ein Close Reading überhaupt hervorruft und anregt und dann auch die Fragen wiederum relevant machen, die, von denen Sie gerade gesprochen haben. Wir haben zum Beispiel auch ein Projekt, das ein Kollege macht über Shakespeare Studies. Ich habe das kurz gezeigt, auch in meinem Vortrag. Der hat angefangen damit, dass er die Werke von Shakespeare, also vor allen Dingen Hamlet, mit ganz unterschiedlichen multimedialen Verfilmungen zum Beispiel belegt hat oder anderen Bildmaterialien. Jetzt kann man sagen, ja gut, das ist ein Anhang, ja, um eine Interpretation der Shakespeare-Texte zu sehen. Aber es war eben eine, zum Beispiel, wenn man Brennans Verfilmung und so weiter anschaut, dann war das gerade eben eine Voraussetzung für viele Studierende, die diesen Film gekannt haben, aber nicht unbedingt den Text gekannt haben, zurückzugehen, sehr viel genauer zu lesen und plötzlich wird ein Shakespeare-Text sehr viel interessanter für die Studierenden, als er eigentlich vorher war. Also ich glaube, wir brauchen beides, aber wir müssen auch nicht immer nur von unserer eigenen Ausgangssituation ausgehen, sondern auch wirklich sehen, okay, wie kann man Studierende, die natürlich sich in den digitalen Medien sowieso bewegen, wie können wir sie ranholen, damit die Fragestellungen, die für uns eigentlich relevant sind, wiederum auch wichtig werden. Finde ich sehr gut, total einverstanden. Hier war noch mal eine Rückmeldung direkt, auch glaube ich wieder als Antwort darauf. Ja? Ich würde gerne noch mal auf den Punkt zurückkommen, auf den mit quasi dem Vorwurf der Bewertung von besser und schlechter und Fortschritt und Erneuerung geantwortet wurde. Und fand es eigentlich ganz schön, dass da das Wort fiel, dass die Digital Humanities als Hilfswissenschaft verstanden werden. Weil das macht es ja noch mal ganz interessant, darüber nachzudenken, was bedeutet das dann tatsächlich für die traditionellen geisteswissenschaftlichen Disziplinen. Das macht es ihnen ja sehr, sehr einfach, wenn man sagen kann, alles an neuen Techniken und Möglichkeiten und potenziellen Entwicklungen, das schieben wir ab in unsere Hilfsdisziplin, in unsere Hilfswissenschaft. Die können sich dann mit quantitativen Verfahren und computergestützten Dingen beschäftigen, aber ob wir darin jetzt wirklich ein relevantes Interesse oder eine relevante wissenschaftliche Erkenntnis für unser Feld sehen, das sei dahingestellt. Ich finde, das macht es dann sehr einfach, sich auf seinem, ich nenne es jetzt mal böse Sockel, breit zu machen und sich gemütlich in die Zukunft zu wanken auf seinem traditionellen Weg. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, dass mich das
enttäuschen würde. Und deswegen wäre es dann ja möglich zu sagen, okay, dann lassen wir die Digital Humanities als Hilfswissenschaft da und dann wäre die Frage zu stellen, was bedeutet es dann für die Literaturwissenschaft der Zukunft, wie sie sich mit meinetwegen technischen Neuerungen auseinandersetzt und wenn es dann heißt, es wäre besser oder schlechter, finde ich die Antwort relativ einfach gegriffen, weil es geht nicht um eine Bewertung, sondern Wissenschaft hat sich immer verändert und wissenschaftliche Methoden hat sich auch mit den Kulturtechniken und allen Möglichkeiten der Publikation zum Beispiel verändert und sich jetzt da vor dem Digitalen so einfach zu verschränken und es abzuschieben, finde ich ein wenig kurzfristig gedacht, um es, also, naja, vielleicht etwas kritisch auszudrücken. Herr Spruchhaus, also wollte sofort dazu und Sie danach auch? Ja. Mhm. Ja. Ja, ich glaube, dass die Analyse, also ich glaube, es wurde, also historisch gesprochen, irgendwie, ich glaube, es gab so eine bestimmte Phase, in der tatsächlich sehr vieles also in den Literaturwissenschaften als hilfswissenschaftlich gleichsam ausgelagert irgendwie wurde. Und das betrifft jetzt nicht nur bestimmte Formen also der quantitativen Betrachtung von Literatur, das betrifft auch Dinge wie die Editionsphilologie, das betrifft Dinge wie Paläographie, wie Archivwissenschaft, Bibliothekswissenschaft, Bibliographie, also jetzt als deskriptive oder materielle Bibliographie. Und ich würde sagen, dass eigentlich der aktuelle Trend, in dem ich jetzt auch die Digital Humanities irgendwie situieren würde, eigentlich eher der wiederum einer Annäherung der vermeintlichen ehemaligen Hilfswissenschaften mit, sagen wir mal, den vorher sich als eigentliche Wissenschaften verstehenden Disziplinen ist. Also dass gerade diese Dinge, die vorher als hilfswissenschaftlich teilweise auch abqualifiziert wurden, stärker in die Lehre reinkommen, stärker in die Forschung reinkommen und dass andersrum wiederum an Institutionen, die früher als hilfswissenschaftliche Institutionen verstanden wurden, nämlich Archive, Bibliotheken, viel mehr Forschung betrieben wird als früher, gerade auch im Kontext von Digital Humanities. Insofern würde ich sagen, besteht zumindest zu der Befürchtung, glaube ich, kein Anlass. Also Sie verstehen meiner Meinung nach den Begriff Hilfswissenschaften viel zu negativ. Es gibt Leute, die das ja ablehnen und von Grundlagenwissenschaften sprechen. Das finde ich auch nicht ein besonders gelungener Begriff, aber das sind einfach die Grundlagen. Und wenn ich ein Buch aus dem 15. Jahrhundert anschaue, dann muss ich irgendwie kodikologische Vorbildung haben. Und ebenso kann man dann weitergehen mit den Digital Humanities und sagen, okay, wenn ich ein Personennetzwerk machen muss, dann brauche ich eben genau diese und diese Grundlagen. Und von daher ist es eigentlich eine Grundlagenwissenschaft. Das ist überhaupt nicht abqualifizierend oder so. Und erst das Zusammenspiel ergibt ja dann die Interpretation. Also. Michael Kaiser. Ja, direkt nochmal dazu zum Begriff Hilfswissenschaft. Ich könnte eigentlich ganz gut damit leben, denn ich finde ihn auch nicht ehrenrührig. Und ich denke mir, das ist sozusagen eine gute Funktionalität. Man könnte sich vielleicht darauf verständigen und sagen, die DH sind mindestens Hilfswissenschaften und vielleicht in manchen Punkten sogar deutlich mehr. Das Problem, das sich hiermit, glaube ich, verschränkt, ist einfach, dass wir hier eine andere Ebene noch einführen, wo es einfach auch um die Positionierung dieser Wissenschaft geht und um Deutungshoheiten. Und dass man mit dem Begriff, das ist ja genau das, was hier jetzt gerade passiert, dass wir eine befürchtete Abwertung darin sehen und damit uns auch im großen Wissenschaftsfeld irgendwo als minderwertig oder schlecht, also zu schlecht praktisch aufstellen. Mit anderen Worten, wir haben jetzt hier einfach nicht diesen herrschaftsfreien Diskurs, wer sind wir, wo wollen wir hin, sondern damit verknüpft sich automatisch auch die Frage des Rankings, wie viel sind wir wert? Und deswegen ist dieser Begriff nicht ohne Sprengkraft. Und zwar nicht einfach nur heuristisch oder wissenschaftsgeleitet, sondern natürlich auch wissenschaftsstrategisch. Und das ist die Krux bei solchen Geschichten, meiner Meinung nach. Ja. Uwe Sikora, SUB Göttingen. Ich habe so in den letzten zwei Tagen so ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass das eigentliche Problem irgendwie in dieser Differenz besteht, die durch diesen Begriff der digitalen Geisteswissenschaften aufgemacht wird. Eine nicht digitale Geisteswissenschaft, traditionell viel schon, klassisch viel da schon, damit ist verbunden dieses Theorieproblem, der Theoriearmut. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, da möchte ich mich eigentlich meinen Vorrednern mit anschließen, dass hier Verantwortungen hin und her geschoben werden, die im Prinzip klar sein sollten. Die liegen bei den Geisteswissenschaften. Es gibt diesen eigenen Bereich einer digitalen Geisteswissenschaften meiner Meinung nach nicht. Das ist eine Agenda.
ich verstehe es als Agenda. Das muss nicht jeder so sehen. Aber ich denke, man spart sich damit viele Probleme und viele Ängste. Einer Agenda kann man folgen, man muss es aber nicht. Man kann genauso gut den Traditionen folgen, Theorieentwürfe aber zurückbinden an neue, innovative Ideen, ohne diesen Streit zwischen zwei Positionen aufzumachen, sondern sich gemeinsam an den Tisch setzen und es als das zu verhandeln, was es ist. Es ist ja auch nicht nur Geisteswissenschaft auf der einen Seite und die digitale Geisteswissenschaft auf der anderen Seite, sondern es ist ja auch die Informatik. Damit wird noch ein dritter Bereich eigentlich mit reingenommen. Es sind eben viele unterschiedliche Aspekte, die aber am Ende zu so einer ganz neuen, ja, emergenten Ordnung führen, dessen, was eben Geisteswissenschaft in ein paar Jahren ist. Ich sehe diesen ganz knallharten Unterschied da nicht und ich denke, es ist vielleicht sinnvoll, darüber nachzudenken und dann doch eine Statusbestimmung vorzunehmen. Vielleicht nicht definieren, was Digital Humanities ist, aber es auch nicht Isabella zu nennen, sondern den Status zu bestimmen, dessen, wie es ja, aussehen könnte. Ja, ich glaube, Kathleen Kantner sofort dazu und Herr Görz danach noch. Ja. Ja, Kathleen Kantner, Sozialwissenschaftlerin. Ich wollte nur kurz anmerken, dass ich so gerade so ein bisschen Déjà-vu habe. Als Sozialwissenschaftlerin bin ich rein sozialisiert in eine Methodendiskussion, die in unserem Fach so ungefähr seit Beginn des Faches anhält, wo wir hin und wieder, also mit Max Weber beginnend, eine Diskussion hatten, was ist eigentlich Wissenschaftlichkeit, welche Rolle spielen da die hermeneutischen Anteile, in welche Richtung, wie wichtig sind die empirischen, methodischen Aspekte. Und im Prinzip hat sich bei uns über diverse Debatten, Positivismusstreit und so weiter, eigentlich einen Konsens eingespielt, wo wir eine hohe Sensibilität entwickelt haben für Fragen des Research Designs. Also wo wir selber wissen mittlerweile, es gibt sehr unterschiedliche Forschungsfragen, es gibt unterschiedliche Analyseeinheiten. Es macht einen Unterschied und es ist gleichermaßen legitim, Fragestellungen zu stellen, wo ein einzelner Text eine Rolle spielt. Das ist bei uns in der politischen Theorie genauso üblich, dass man auch heute noch Platon eben liest und ganz tief interpretiert und dem eine neue Sicht abgewinnt vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Fragen. Andererseits gibt es bestimmte Fragen, die sind nur komparativ zu beantworten, also indem ich mehrere Autoren oder mehrere Studien oder mehrere Länder vergleiche oder mehrere zeitliche Epochen vergleiche. Bei uns ist es so, dass eben nach 150 Jahren Methodendiskussion da eine hohe Kompetenz entstanden ist, sowas auch in der Lehre sofort zu vermitteln, sodass die Studierenden einsozialisiert werden in ein Ideal theoriegeleiteter empirischer Forschung. Also dass wir versuchen, mit denen von Anfang an zu üben, dass sie ihre Fragestellungen so formulieren können, dass sie erkennen, was ist eigentlich meine Fragestellung, aufgrund welcher theoretischen Prämissen ist die überhaupt relevant, was sind meine Analyseeinheiten und dann kann ich die Methoden aus dem ganzen Set, was von sehr qualitativ bis sehr quantitativ reicht, auswählen, kompetent. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Kompetenz, und ermöglicht auch eben halt einen selbstbewussten Umgang und eben genau auch diese Falle zu vermeiden, dass man eben dann so eine komischen Fragen stellt, also jetzt rein data-getriebene oder rein methodengetriebene Forschung zu machen, wo ich irgendwo auf den Knopf drücke und mich dann überraschen lasse, dass die Scheidungsraten mit dem Margarineverbrauch korrelieren oder so. Das ist einfach peinlich. Aber vermeiden kann man es wirklich nur, indem man eben diese grundsätzliche Methodenkompetenz entwickelt und kultiviert. Und vielleicht ist das die Herausforderung, die sich hier in diesem Spannungsfeld ergibt. Ja, Günther Görz. Und dann, ja, und dann würden wir... Okay, danke schön. Mein Name ist Günther Görz. Ja, ich dachte immer, die Informatik ist die Hilfswissenschaft. Und ich denke, sie wird so lange bleiben, solange sie sich nicht ändert. Aber jetzt nochmal zu der Frage der historischen Entwicklung. Ich meine, da müssen die einzelnen Disziplinen mal in ihre eigene Disziplingeschichte schauen, wie die sich verändert haben, auch bevor es Computer gab. Und natürlich gibt es eine Weiterentwicklung und ich denke, die digitalen Methoden, die können eine Ergänzung bei der Problemlösung bilden, aber natürlich sie nicht ersetzen und es wird auch in der Regel keine Totalautomatisierung von Problemlösungen geben.
Ich denke, es ist ganz hilfreich, sich mal umzusehen, auch wenn die Analogie nicht sehr weit trägt. Was ist denn in anderen Wissenschaften passiert? Also zum Beispiel in Naturwissenschaften. Bei uns in Erlangen gibt es seit 30 Jahren ein Computerchemiezentrum, die sehr viel theoretische Methoden, quantenmechanische Methoden mit dem Computer ausführen. Deswegen ist die Chemie nicht abgeschafft. Und die Chemie, die klassische Chemie, gibt es weiter. Aber sie haben natürlich beide sozusagen in wechselseitig neue Fragestellungen generiert, die dann sowohl mit dem einen, also sozusagen mit den experimentellen Verfahren, als auch mit den Simulationsverfahren bearbeitet werden. Mit Computational Engineering, das gibt es bei uns als Studienfach auch schon seit 15 Jahren, ist es ähnlich. Also der Maschinenbau und die Konstruktionslehre haben sich nicht grundsätzlich geändert, aber es sind sozusagen Fragestellungen, die nun sowohl mit den digitalen Methoden bearbeitet werden, als auch mit den herkömmlichen experimentellen. Und vielleicht ist das sozusagen der Weg, dass die Digital Humanities sich herausbilden als eine Ergänzung in der Bearbeitung von Problemlösungen, aber nicht als ein Ersatz für die jeweiligen Fachdisziplinen. Genau. Mhm. Hörte sich fast nach einem Schlusswort an, aber also ich will das jetzt nicht abwürgen. Dann machen wir noch eine Meldung, ja, und dann würde ich versuchen, langsam doch zum Schluss zu kommen. Ja. Ich versuche mich ganz kurz zu halten. Jan Barkels von der FU Berlin. Das schließt an das gerade noch an. Es hat mich ein bisschen gewundert, und ich versuche es jetzt ganz kurz zu machen, dass in der Diskussion so ein bisschen der Eindruck entstanden ist, als würde die ganze Ecke Digital Humanities, Computation darauf hinauslaufen, dass man quantifiziert und mit quantitativen Methoden arbeitet. Und ich persönlich als Filmwissenschaftler, der stark qualitativ arbeitet, habe ein großes Interesse an dem Feld und glaube überhaupt nicht, dass es auf Quantifizierung beschränkt ist. Und nur, was das Goethe-Beispiel vorhin anging, ich habe ähnliche Probleme. Mich interessiert nicht, wie oft sich im Schnitt das Paar pro Romantic Comedy küsst und ob sich das eher am Filmanfang oder am Ende vollzieht, aber ich habe ein großes Interesse an Inszenierungsmustern. Und wenn ich, was diese Frage des Patternings angeht, mit digital gestützten Methoden dazu komme, dass ich bestimmte heuristische Grundschemata, die ich da erforsche, computergestützt finden kann und dann meine Gegenstände trennschärfer betrachten kann, dann ist das auch ein großer Schritt. Und ich glaube, dass diese ganze Seite der Digital Humanities ein bisschen kurz gekommen ist. Das war aber, glaube ich, einfach dem Design jetzt dieser Kontroversdiskussion geschuldet, dass darauf sich konzentriert wurde. Also ich finde auch, dass Digital Humanities mehr ist als quantifizierende Verfahren, dass wir auch andere Verfahren auf jeden Fall haben. Also insofern ist das einfach der Punkt, auf den wir uns hier konzentriert haben. Gut, ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Ich frage nochmal an unsere Runde, ob es noch Bedarf gibt an Meldungen. Sonst würde ich Ihnen ganz herzlich danken für Ihre Statements, für Ihre Diskussionsbereitschaft, für die Offenheit, dem Plenum, den Diskutanten auch danken. Und ja, erstmal herzlichen Dank. Dann ist mir noch die schöne Aufgabe und die Ehre zugefallen, das Schlusswort zu sprechen. Dafür stehe ich sogar auf hier. Was natürlich jetzt wirklich schwer in Worte zu fassen ist, das ist der Dank, den wir aussprechen müssen an den an die Organisatoren. Das sind zum einen die vielen Kolleginnen und Kollegen der SUB Göttingen und des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte hier in Berlin, die hervorragende Gastgeber waren hier und die das geschafft haben, dass wir uns zwei Tage absolut wohlgefühlt haben und uns unseren Diskussionen, Gedanken, Gesprächen widmen konnten. Das werden wir also garantiert in ganz herzlicher Erinnerung behalten. Dafür wirklich an alle, die dazu beigetragen haben, unser ganz herzlicher, aufrichtiger Dank. Und dann natürlich auch an alle Dankeschön, die aktiv dazu beigetragen hier, die vielen Diskussionsbeiträge, die Vorträge, die Gespräche,
Die Dokumentation, die Gespräche über Twitter, die filmische Dokumentation, alles, was dazugehört. Also an alle, die hier aktiv waren und dabei waren, nochmals ganz herzlichen Dank. Und dann wünsche ich allen eine gute Heimreise und ich hoffe, wir sehen uns alle beim nächsten Digital Humanities Summit, wo auch immer er sein mag. Dankeschön.